Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vor gut 4 Jahren ist die Terrorzelle des NSU enttarnt worden. Diese Enttarnung hat zu einem Schock und zu Sprachlosigkeit geführt, weil sie uns aufgezeigt hat, wie verwundbar unsere Werte und unsere Freiheit sein können. Zahlreiche offene Fragen haben sich uns gestellt. Und der 17. Deutsche Bundestag hat einen Untersuchungsausschuss eingesetzt, um Fragen einer Beantwortung zuzuführen und Erkenntnisse umzusetzen. Und die ersten Erkenntnisse sind bereits umgesetzt worden. Wir haben beispielsweise die Befugnisse des Generalbundesanwalts gestärkt, um daraus rechtsterroristische oder rechtsextreme Straftaten besser verfolgen zu können. Und diese Arbeit trägt erste Früchte. Man sieht, dass beispielsweise bei dem uns alle sprachlos machenden Attentat auf Henriette Reker der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernehmen konnte. Er konnte es nach der Rechtslage bis Juni diesen Jahres noch nicht. Das zeigt, dass wir schon einiges umgesetzt haben. Wir setzen heute einen weiteren Untersuchungsausschuss ein, nicht im Sinne einer Minderheit, die etwas untersucht, was möglicherweise die parlamentarische Mehrheit zu verantworten hat, oder eine Untersuchung gegen Regierungshandeln, sondern wir setzen es ein, aus gemeinsamem Interesse an der Aufklärung getragen. Wir wollen aufklären. Nicht im Sinne einer historisch richtigen Geschichtsschreibung, sondern weil wir es den Opfern und ihren Angehörigen schuldig sind. Aber wir müssen auch aufklären wegen uns selbst, weil wir verhindern müssen, dass ähnliche Straftaten in Zukunft wieder passieren können. Und es sind viele Fragen offen. Ich meine, zu viele Fragen. Was ist im Umfeld des 25. April 2007 in Heilbronn passiert? Was ist am 4. November 2011 in Eisenach geschehen? Wie konnte dieses Trio, und war es denn überhaupt ein Trio, fast ein Jahrzehnt lang unentdeckt bleiben? Wir müssen uns auch fragen, welche strukturellen und kriminellen Netzwerke liegen denn dieser Bande zugrunde? Gab es Verbindungen zur organisierten Kriminalität, zu Rockern, zu internationalen Netzwerken? Ja, meine Damen und Herren, durch diese Aufklärungsarbeit können die Taten nicht ungeschehen werden. Aber die Erkenntnisse sind wichtig, damit der wehrhafte Rechtsstaat daraus auch Lehren ziehen kann und es besser machen kann und wir damit aktiv für unsere Werte, die uns wichtig sind, eintreten können. Und wir werden diese Erkenntnisse auch umsetzen müssen. Wir müssen uns fragen, ob wir die Erkenntnisse von V-Leuten und die Zusammenarbeit der Verfassungsschutzbehörden nicht weiter optimieren können. Wir müssen uns fragen, ob wir im Bereich der Bekämpfung des Extremismus, des Terrorismus die Verbindungen zwischen Bund und Ländern noch besser machen müssen. Und wir müssen uns auch fragen, welche Normen wir im Bereich der Gerichtsverfassung und der Strafprozessordnung vielleicht noch optimieren müssen, um ein klares Signal dieses Rechtsstaats zu setzen. Ich will auch warnen, dass zu hohe Erwartungen an diesen Ausschuss angesetzt werden. Wir können nicht abschließend alle Fragen, die dieses Land vielleicht hat, beantworten. Aber wir können einen wichtigen, einen sehr wertvollen Beitrag leisten, damit dieser Rechtsstaat klar und deutlich kommuniziert. Die Würde des Menschen, die Freiheit der Person, die demokratisch legitimierte Auseinandersetzung ohne Gewalt, ohne Hass, ist konstitutiv für dieses Land. Wir werden daran arbeiten, dass ein klares Signal ausgeht, diese Werte stehen nicht zur Disposition. Wir werden aufklären, weil wir das diesen Werten des Grundgesetzes und uns selbst verpflichtet sehen. In diesem Sinne, lassen Sie uns gemeinsam, von gemeinsamer Verantwortung getragen, an die Arbeit gehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sind dabei.